Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Hybris zusammen mit MacManus. Hi Leute und den lieben Items. So. Und ja. Und ja. Ja, wir sind heute ein bisschen verwirrt. Ich weiß auch nicht, warum meine Nase gerade zu ist. Mein rechtes Nasenloch ist zu. Oh, oh. Ich weiß genau, was das bedeutet. Nee, ich werde nicht krank. Du wirst krank. Ich bleib nur nicht gesund. Du wirst eine kranke Katze. So. Nein. Du hast noch Laser gemacht, habe ich gesehen? Ich habe hier ein bisschen was durchlaufen lassen in der Nacht, ja. Beziehungsweise ich mache jetzt noch zwei Laser, die hatte ich vorbereitet. Ja. Eins, zwei. Drei, vier. Und dann brauchen wir noch Lead. Ich überlege gerade. Übrigens, während ich den Furnace Generator gemacht habe, hat die liebe Katze der Items noch zwei Speicherzellen gemacht. Wir haben jetzt drei Stück. Jetzt ist nur das Problem, den Furnace Generator sagst du, müssen wir ja vor die Speicherzellen hängen, ansonsten bringt das ja nichts. Ja. Aber wir müssen auch rankommen, das ist ja die andere Seite, ne? Weil wir müssen ihn ja bestücken. Ja, ich meine, momentan ist es sowieso eher so eine Notfallsache, würde ich sagen. Weil die Energie, die wir haben, momentan ja gut reichen dürfte erstmal noch. Hm. Oh, wir brauchen auch noch ein paar Lead-Konduits, sehe ich gerade. Okay. Wie viele Laser hast du gemacht? Zwei. Nur. Also, nur. Ja, haben wir nicht gebraucht. Ja, ich baue hier mal ein bisschen was um. Lead Conduits. Wie viel lassen die wie viel lassen die Flux Duct eigentlich durch? Aber warte mal, kann ich das selber schauen. Flux. Missing one Redstone Chipset. Ich habe ein paar Redstone Chipsets gemacht. Das müsste eigentlich gehen. Ach, die lassen auch nur 200 durch, lol. Wer okay. Lässt nur 200 durch? Die Leadstone Flugstock. Ja, das ist ja auch, es passt ja auch voll und ganz, weil das mit den Zellen hier funktioniert. Es geht ja nur um den Speicher. Die Verbreitung von der Energie und so weiter ist sehr gut, was wir momentan haben. Das passt eigentlich ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Wie viel, na ja, gut, ne, okay. Laser speichert 10.000. Warte mal, ist jetzt dunkel? Ja, jetzt ist dunkel. Ich guck mal, ob ich mich hin. Wo? Wow. Was war denn das jetzt? Jetzt. Was ist denn los? So. Oh. Mann, das ist now sleeping. Oh, wow. Ist jetzt wieder Tag? Ja. Sleeping. Ich glaub schon. Ja, passt. So, du baust um. Ach, du machst das hier ein bisschen schön. Und ich überlege immer noch, wo ich dieses, na egal. Dann tue ich den erstmal dahin stellen. So. Oh cool, der hat seine Energie gehalten, das ist schon mal geil. Der Carpenter muss hier hin. Und der Thermofabricator kommt mal hier hin. So. Alright, dann ist das. Ja, wir brauchen den ja gerade an keiner anderen Stelle. So. Das nächste, was uns fehlen sollte, ist Item. Die Frage, was können wir, wie kann ich dienen? Dafür brauchen wir Blank Modules. Wir haben verschiedene Baustellen, die wir gerade bearbeitet lassen müssten. Ja. Ja. Hier zum Beispiel unsere Coke können wir langsam mal in anderen Sachen verbrennen als in dem Ofen, weil wir brauchen ihn nicht mehr, um Stahl herzustellen. Ja, aber der Ofen ist mal anfangen. Ja, aber wir haben eine billigere Variante, um Stahl herzustellen mittlerweile. Achso, okay. Wir könnten zum Beispiel mal noch einen Pulverizer gebrauchen. Ein Pulverizer? Ja. Baue ich. Dum, 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 dum. Den normalen Pulverizer, ne? Nehme ich mal stark an. Ich gehe davon aus, ja. Also mit den Basic Machine Frame meine ich. Ja. Alles andere wäre für uns momentan nicht erschwinglich. Wäre ein bisschen zu viel. So, dann schauen wir doch mal. So, unser Lagersystem hier läuft eigentlich ganz gut zusammen gerade.
Ja. Machine Frame? Ach so, okay, alles klar. Jetzt habe ich es auch verstanden. Dense Refined Blade. Haben wir Steel? Ja, haben wir ordentlich. Okay. Dann brauchen wir neuen Steel. Zwei Crushed Obsidian. Dafür brauchen wir das Overclocker Upgrade, das wir nicht haben. Und das Reinforced Metal. Basic Circuit. Iron Chipset. Da brauchen wir eine Menge Diamond und Obsidian. Wir brauchen mal einen Weg, um Obsidian herzustellen. Obsidian. Mir hat der liebe Bunny in die Kommentare geschrieben, man kann das in der Smeltery herstellen. Ja, indem wir die Sachen theoretisch in die Smeltery leiten würden, das ist richtig. Okay. Dann können wir es als Block gießen. Aber dann brauchen wir trotzdem Lava und Wasser, aber es würde funktionieren, ja. Wo ist denn jetzt mein Stil? Ich habe meinen Stil angefordert. Wo ist das Stil? Ach da. Ist doch da drin. Ja, war es gerade noch nicht. Ja, es braucht immer ein bisschen. Gold und Redstone. Moment. Das Teil sollte doch gehen. Was? Kein Gold? Ich liebe Gold! Haben wir kein Gold mehr oder was? Nee. Dann müssen wir mal die Dingsbums anfordern hier. Die Gold Ore Berries. Was war's jetzt noch? Einen Pisten sollten wir aber bauen können. Okay. Super. Da müsste ich es auch kurz verwenden. Das haben wir. Dann brauchen wir noch Flint ist drin. Ja, wir brauchen diesen blöden Machine Frame noch. So, dann müssen wir mal ganz kurz gucken, was wir für den noch brauchen. Ein Iron Chit Set und ein Tin Gear. Obsidian Hammer, Iron Chip Set. Haben wir auch noch eins. Und Tin. 1, 2, 3, 4. Request. Ich bitte darum. So. Dann können wir das da rein tun. Das da rein tun. Dann müssten wir hier mal uns ein. Wow. Achso, Molten Gold. Siehst du, haben wir doch noch drin. Aber ein Ingot gerade mal. Lol. Da kommen dann die anderen Maschinen noch hin. Der wo Pulverizer zum Beispiel. Wo ist jetzt das Zinn? Crafted wird. Jetzt müssen wir uns gerade mal ganz kurz einen Überblick verschaffen. Einen Überblick im Allgemeinen. Wir brauchen allgemein eigentlich mal mehr Rohstoffe, wenn ich mal so sagen kann. Das ist eine gute Idee. Aber wo willst du die denn herkriegen, lieber Item? Wo kriegen wir am meisten Rohstoffe her? Quarry gibt's ja nicht. Gibt's hier ein Quarry? Nee, ne? Es gibt keine Quarry, ne? Quarry war doch die Erfindung damals, oder? War das nicht... Das war die Erfindung, da habe ich auch gar kein Problem mit, das so zu behaupten, ja. Damit hat doch alles so ein bisschen auch angefangen, oder? Denke ich das jetzt ja. Teilweise. Ingrid. So, jetzt gib mir mal hier das Zahnrad und dann schmeißen wir mal den anderen Cast da drauf und gießen uns noch ein bisschen Gold raus. Hm.
So, dann brauchen wir die Reception Coil. Canning Maschinen. Ja, dann werden wir wohl die hier nehmen müssen. Das ist machbar. Vorsicht. Hast du schon alles fertig dafür? Moment. Anscheinend fast. Oh, was ist denn mit diesem... Oh Mann, ey. Ups. Das gehört dir. So, warte mal. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Das, das und das. Und warum? Warum? Wir haben kein Iron Chipset mehr, oder was? Richtig. So, dann müssen wir uns noch, das, ich glaube, im Kompressor. Gerade Kohle bist? Ja. Kohle, 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 Kohle. So, warum gehst du nicht an, Laser? Ah, jetzt geht der vierte Laser auch an. Okay. Müsste da oben auch einige schneller gezogen werden. Energie. Ja. Also vier Laser gleichzeitig ist schon chillig. Warte mal, wie hat man dieses Dance-Dings gemacht? Was für Dance-Dings? Dance-Blades hier. Warte mal. Musst du nachgucken nochmal, aber normalerweise. Kompressor. Ach so, die Blades. Okay, dann müssen wir erstmal das hier reinschmeißen. Und dann können wir aus diesen Blades mit 9 Stück eine Dance Refined Blade machen oder sowas ähnliches. Okay, dauert ein Sekündchen. Unser Generator ist auch leer. Was soll ich in den Generator reinschmeißen? Ich bin gerade dabei, das zu holen. Das wir da brauchen für. Habe ich gerade schon gesehen, dass der Generator leer ist. Ja. Der holt sich dann automatisch. So. Lol. Nee. Musst du schon reinlegen. Ach so, okay, alles klar. Eine Stunde später. Auch Iron noch, theoretisch. Haben wir Iron? Ja. Wenn nicht in der Smeltery. Oh ja, aber wir haben auch noch ein Iron Plating. Oh nein, Katze muss. Gesundheit! Ich überhabe da. Nicht gut. Dankeschön. Ich glaube ja, die Miezekatze wird krank. Nee, das ist wie gesagt. Ist einfach nicht der Fall. Du Lüger, du. Aber es wäre ja nicht schlimm. Bist nur einer von vielen zu der Jahreszeit. Nö. Ich werde echt nicht krank. Nee, ist ja auch. Soll es ja auch nicht heißen. Was meine Mutter, Mann? So. Na komm, gib mir doch das so, Mensch, eine. Um das ganz kurz mal zu kommentieren. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich in Hybris in letzter Zeit weniger kommentiere. Wir werden jetzt gleich ein wenig was davon bauen und Insulated Copper Cable fehlen uns. Copper Cable, brauchen wir Cables für. Ich habe heute vor, die Fluid Canning Maschine zu bauen. Die Fluid Canning Maschine macht uns aus Lapis Dust, den wir natürlich auch erstmal herstellen müssen, aber trotz alledem müsste das damit gehen, das Coolant. Also bedeutet hier dieses IC2 Coolant. Hier, das da. Dieses Coolant wird uns durch eine Wasserzelle plus Lapis Lazuli Dust gegeben und das geht halt auch im Grindstone theoretisch. Deswegen Pulverizer, Grindstone und so weiter funktioniert das. Um den Pulverizer kümmert er sich ja gerade, der liebe Manus. Und wir werden dann hier das Zeug damit kreieren. Mit der Universal Fluid Cell können wir eine Menge machen. Wir wollen aber hauptsächlich die Cooling Cells machen damit. Da wir das damit tun können sollten eigentlich. Ja, das Rezept von den Dingern ist übel verbuggt. Ganze Zeit über. Schon immer gewesen. War noch nie anders. Okay.
Sollte aber trotzdem soweit funktionieren. Auf jeden Fall, wenn wir das dann haben werden, dann werden wir uns damit das Ding herstellen, das wir brauchen dafür, und zwar die Overclocker-Upgrades. Das bedeutet dann Turtle, und die Turtle soll dann für uns ein bisschen minen gehen. Ach ne, ich bin doch wieder der Held der Nation, ey. Findest du wirklich, dass du dir den Heldenstatus geben willst? Ich bin der Held, ja. Mit der Leistung? Aber sprichwörtlich gesagt, kennst du das? Kennst du, ne? Ja, kenn ich. Ja, kennt da. So, warte mal. Das Problem ist, ach da, Iron, bla, hier, gib mal her. So, was waren das jetzt noch? Fuck. Fuck war es sicher nicht. Fuck. Fuck Ware. Kennst du? Nee, obwohl, Scheiße. Mit der war ich in der Grundschule. Ey, hast du jetzt den letzten Circuit genommen? Ey, was für ein Circuit? Dieses Circuit Board, das blaue. Nö. Nicht. Das ist doch Verarschung hier. Das Ding, das geht nicht richtig. Das ist kaputt, Mann. Das liegt doch hier, Basic Circuit Board. Ja, jetzt ist... Wo ist es jetzt hin? Ja, ich hab's reingetan und wieder hingelegt. An der Stelle, wo es hinkommen soll, da einfach nochmal draufklicken. Dann weißt du ja, wo es hinkommt. Nein, das Problem ist einfach, mir wird es nicht angezeigt. Sonst würde ich ja nicht fragen. Und jetzt, wo du reingeschellert hast, ist es mir angezeigt worden. Haben wir kein Assembly Table? Wir haben doch ein Assembly Table. Wo ist ein Assembly Table? Wir haben kein Assembly Table? Doch, wir haben ein Assembly. Heiße besser. Wo ist er denn hin? Manus. Ja. Das ist dieses Riesending mit dem Laser. Hast du recht. So, auf jeden Fall. zack, und dann klicken wir hier auf den Maschinenframe. Zack und bang, und die Laser, die ballern los und alles klar. So, wir bauen den Maschinenframe. Assembly Table war das, aber naja, mal ganz ehrlich, also Riesending würde ich jetzt nicht sagen, oder? Ja, es kommt immer drauf an, aber normalerweise würde ich schon sagen, ist was Größeres. Okay. Gut, ich meine, wir haben jetzt noch kein Immensive Engineering gemacht. Immensive Engineering ist schon ein bisschen größer, was das Ganze sehr angeht. Sehr geil. Ich finde das richtig geil. Also das sind ja diese Multiblocks, die sich verbinden, ne? Ja. Ja, finde ich richtig, richtig cool. Immensive Engineering ist doch auch, wo du Stromtrassen legen kannst und sowas, ne? Ja, ja, genau. Ja. Sehr cooler Mod. Ja. Hm. Aber ich habe den schon ziemlich lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, ich auch nicht. Ich habe den ehrlich gesagt noch nie auf dem Schirm gehabt. Ich habe den jetzt für Catzone mal ein bisschen benutzt. Und cool. Aber sonst, kann man halt leider nicht vergleichen, weil in Catzone ist halt easy. Warum? Wie meinst du easy? Achso, vom... Ja, das, wenn mir da irgendwas fehlt, dann habe ich es halt kurz. Das ist... Ja. Also du baust eigentlich nur... Also du baust halt einfach. Bau einfach. Und wenn irgendwas fehlt, dann wird einfach weitergebaut, bis es nicht mehr fehlt. Ja, verstehe ich. Aber ich werde mich wahrscheinlich trotzdem mal nützlich machen und werde mal noch ein bisschen Lava holen, die sind schon wieder alle. Das ist cool. So. Weil es mach's mit... es gut, Gott! Tschüss! Die Kinder, mach deine Schuhe zu! Ja. Oh, endlich ist er weg, kann ich masturbieren gehen. Klettverschluss. Wow, dann wär ich direkt beschossen von so einem Verspaste die Gaste die. okay. Ich schau mir erstmal eine Möhre rein, während der Gas auf mich schießt. So. Ey, schießt du nochmal? Schieß ich zurück, Junge. Komm, trau dich. Zack, scheiße. Ja, komm, trau dich. Scheiße, jetzt das hat er sich getraut. Blöd. Jetzt hat er sich getraut. Wo kommen wir denn da hin, wenn man sich sowas traut hier? Komm schon, du Bitch. Schieß auf mich. Ey, das ist doch Blödsinn, oder? Ich denke, du schreist kannst... du denn danach, dass er auf dich schießen soll? Aber, du konntest... Nein, ich schaff das, aber du... Seit ich wann schaff kannst das, du... sagt der Tote. Seit wann kannst du auf diesen verkackten Gas die Dinger nicht mehr zurückschießen? Kannst du. Du musst aber das richtige Timing haben, und zwar ganz genau das richtige Timing. Das ist nicht mehr so easy wie früher, dass du da irgendwo hinschlägst, auf einmal fliegt das Ding zurück. Ja, ist nicht mehr so. Ja, ist ja ganz toll. Ist ja ganz, ganz toll. Deswegen nimmt man immer einen Bogen mit. Das ist der einzige Grund, immer einen Bogen dabei zu haben. Au.
Au. Au. Au. Au. Au. Au. Und ich brenn. Brenn immer wieder und ich. Wow. Ding. Sing, sing meine Lieder und ich warte, warte, warte auf die Kieder. Hast du mittlerweile den Pulverlösung fertig? Nee, oder? Nein, natürlich nicht. Was fehlt denn? Nix. Ist natürlich nicht viel. Ja, ich wollte nur Fix Lava holen, während mein Basic Machine Frame fertig macht. Verstehst? Ja, das ist fertig. Ja. Ich bräuchte aber den Pulverizer jetzt. Ja, du kriegst deinen Pulverizer jetzt. Mach mal Hänge hier! Ja. Sonst gibt's einen Trees. Wow. So, dann. Das war eine Scheiße. Ich hab mich gerade selbst MG nosgehobt. Wow. Hey, ich darf das, ich bin Katze. Verstehe halt nicht, warum jetzt schon wieder eine Reception Call fehlt. Wollen die mich hier nur alle ein bisschen verarschen oder was? Ich hab doch eine verkackte Reception Coil gebaut, ey. Ist die in deinem Inventar eventuell? Nein. Reception Coil. Reception Coil. Sie ist halt nicht da. Gut, wir bauen noch eine. Das heißt, wir brauchen Gold. Gold, 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 Gold. Du hast die sicher irgendwo im Inventar oder in irgendeine Truhe gelegt? Sicher. Weil im Inventar sie nicht in der Truhe sie nicht. Und wo ist sie? Sie ist einfach weg. Bist du gerade nicht im Nether gestorben? Ja. Hattest du die da dabei? Nein. Warum? Bist du sicher? Nein. Warum? Ach so, okay. Oh, Leute, ich freue mich auf den Pulverizer. Ey, was ist denn hier missing ein Gold, ey? Ey. Ey. Warum? Sag mal, ich bin zu doof, das Ding zu bedienen, oder? Da ist er doch jetzt drin. Lol. Du kannst dich noch erinnern, dass du auf das Item klicken musst, oder? Ja. Gut, gut. Wollte ich nur wissen. Und muss ich die Reception Coil aus den... Nein, musst du nicht. Du musst nur oben auf dieses Schweifding drücken. Was, neben dem X das? Ja. Was heißt das? Dann bestellst alle Sachen, die noch fehlen. Wenn die anderen Sachen schon im Table liegen. Du Truthahnkopf, du. Ne, es gibt ja... okay. Truthahnkopf! Okay, ich hab einen Pulverizer. Tust du bitte stellen dahin? Dahin! Ich finde das Ding echt doof. Dahin! Echt doof. So. So. Lapis reinschmeißen. Geht nicht. Wir brauchen Lapis Ohr. Lol. Kann ich irgendwie grinden? Ja, im Grinder. Netherrater wäre die einzige Möglichkeit, ist äußerst ineffizient. Backmill, Crusher. Okay. Wir gehen eben Lapisohr suchen. Nächste aber. Folge im Nether, meine Damen und Herren. Bis dahin würde ich erstmal sagen, schaut bei Manus vorbei. Und bei der Michi. Auch tolle Videos. Und lasst auf jeden Fall einen Kommentar für Sie da und eine Bewertung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao.